Hi Leute, hier ist der George. Ich bin in Schottland im wunderschönen Glen Etive. Hier wurde schon Skyfall von James Bond gedreht. Hammergeiles Tal. Also wir machen nachher nochmal einen Schwenk, dass ihr seht, wo wir hier eigentlich sind. Ich möchte jetzt hier eine Langzeitbelichtung machen. Und da wollte ich ein paar Tipps geben, worauf ich achte, was ich alles dabei habe und wie ich vorgehe. Also zuallererst gehe ich mal die Location absuchen und schaue ohne Filter drauf, ohne Stativ, durch die Kamera und suche mir einen Spot. Weil das ist eigentlich so das Wichtigste. Viele bauen halt auf, machen eine Langzeitbelichtung und merken dann nach 4 Minuten Langzeitbelichtung, es sieht gar nicht so toll aus hier, ne? Und ändern dann alles. Und das will ich vermeiden, indem ich vorher mir einen Spot suche. Und wenn ich dann einen Spot gefunden habe, dann baue ich mein Stativ auf. Das braucht man für Langzeitbelichtung, weil die Kamera darf sich nicht bewegen während der ganzen Zeit. Dann, was essentiell wichtig ist, eine Fernbedienung, ein Kabelauslöser oder es gibt auch Funkauslöser. Was ich hier alles benutze, das poste ich auch nochmal in die Kommentare. Dann könnt ihr ganz genau gucken, was ich für Equipment habe. Genau, also Stativ, Fernauslöser und natürlich ein Filter. Ich habe hier ein Li-Filtersystem. Das ist ein viereckiges Filtersystem. Das heißt, man kann es auf jegliche Art von Größen von Objektiven drauf machen. Es gibt dafür verschiedene Adapterringe. Das heißt, für jedes Objektivdurchmesser gibt es einen Adapterring. Aber die Größe bleibt immer gleich. Das hat den Vorteil, gerade auch wenn man Verlaufsfilter benutzt, die kann man auch in der Höhe verschieben, sodass man die genau einstellen kann. Hat natürlich einen riesen Vorteil. Wenn ich jetzt hier die Schärfe nehme, den Fokus, und dann jetzt einen Schraubfilter draufschrauben müsste, dann besteht die Gefahr, dass man noch was verstellt an der Brennweite oder am Fokus. Und um das zu vermeiden, bin ich eigentlich Fan von diesem Filtersystem, weil man kann sie ganz einfach hier vorne draufstecken, so, und man muss nichts mehr am Objektiv schrauben oder anfassen. Ein ND-Filter ist eigentlich nichts anderes wie eine Sonnenbrille für uns, ne? Das heißt, ich klaue der Kamera Licht. In diesem Fall ist es ein Big Stopper von Li, der klaut uns 10 Blenden Licht. Nun, wie reiche ich das aus? Also es ist eine Tabelle dabei beim ND-Filter. Es gibt aber auch ein Handy-App. Ich verlinke alles unten in die Kommentare, wo man einstellen kann, wenn ich jetzt durchschaue, wie wäre die korrekte Belichtung. Hier jetzt ein 15. bei Blende 22. Ich gehe extra runter mit der Blende, damit ich halt noch länger eine Langzeitbelichtung machen kann. Also Blende 22, ISO 100. Kommt ein 15. bei raus. Dann stelle ich die Kamera auf Bulb-Modus, also auf das B, und stellen wir wieder eine Blende 22 ein und rechne dann aus, von einem 15. 10 Blenden runter, ist eine Minute. Das heißt, ich muss jetzt mit diesem Filter 1 Minute lang belichten, damit ich eine korrekte Belichtung bekomme. Und das machen wir jetzt mal. Ich habe meinen Bildausschnitt schon gewählt. Der seht ihr auch gleich eingeblendet. Erkläre ich auch noch was dazu. Ich habe den Fokuspunkt schon genommen. Wie gesagt, wichtig, Stativ, dass sich nichts bewegt, Kabelauslöser. Ich halte fest, man kann ihn hier so ein bisschen fixieren. Hier oben bei der Canon ist es jedenfalls so, da wo normalerweise die Restbildanzeige ist, laufen die Sekunden. Ja, dann da sehe ich, wie viele Sekunden ich belichte. Jetzt haben wir ja vorhin ausgerechnet, 1 Minute, also 60 Sekunden muss ich hier belichten. Für Leute, die das nicht haben, die keine Anzeige da oben haben oder auch bei Nikon, glaube ich, geht es nicht, dass da die Zeit angezeigt wird, nehmt ihr einfach ein Handy. In jedem Handy ist eine Stoppuhr drin. Also das ist total easy. Auch wenn ihr mal Langzeitbelichtung macht, so 8 Minuten lang oder so am Abend in der Dämmerung, da kann man schnell in die Minutenbelichtungen gehen. Da kann man sich halt auch einen Wecker im Handy stellen, weil 8 Minuten daneben stehen und jedes Mal drauf gucken, ist halt auch nicht so praktisch. So, wir sind jetzt hier schon bei 45 Sekunden. Gleich sind wir fertig mit der Belichtungsreihe. Wir gucken uns das Foto dann gleich an. Und dann sage ich euch auch noch ein bisschen was zum Bildaufbau, was ich mir dafür Gedanken dazu gemacht habe. So, wir sind jetzt bei 58, 59, 60. Fertig. So, das heißt, ich lasse den Shutter los und habe jetzt ein korrekt belichtetes Bild. Das schaue ich mir jetzt mal an. So, ich habe den Bildausschnitt bewusst so gewählt, also ich bin auch etwas höher vom Stativ hier, dass ich den Flussverlauf sehe. Ja, und ich sehe jetzt hier von links unten in der Ecke kommt das Wasser und führt meinen Blick quasi in die Bildmitte, in das Tal, in den Verlauf nach hinten. Ja, und das Tal ist natürlich ein wunderschönes. Durch die Langzeitbelichtung sieht man auch noch natürlich in den Himmel, dass die Wolken anfangen zu ziehen, was auch natürlich gerade bei 16 mm, die wir hier haben, einen schönen dynamischen Effekt, der unterstützt wird.
Ah, jetzt fliegt hier gerade ein Helikopter lang, hat mich ein bisschen abgelenkt, aber egal. Ja, das waren so meine Tipps zur Langzeitbelichtung. Jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Postet mir gerne eure Ergebnisse an die Pinnwand auf Facebook. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Viel Spaß beim Nachmachen.